Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth. Koromo hat mal gesagt, er will eins, also muss ich ihn noch trainieren und das kriege ich locker. Der Dingsen. Kalun Ebene 4. Denn von dort aus kommen wir auf Ebene 5. Hau ab, komm nicht näher, verschwinde. Hallo? Wieso? Habe ich denn dementsprechend einen Fall? Armes, frierendes Digimon. Dauerprallen. Nicht gut. Dr. Datamon entwickelt Medizin. Aha. Das verstehe ich jetzt nicht. Du kannst dich um sie kümmern. Lass sie nicht aus den Augen. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Oder war ich gerade nicht so viele Ultra-Digimon habe? Das könnte gut sein. Hacken, Neuspeich 4. Mindestens 4 Digimon auf Ultrastufe. Okay. Kriegen wir hin. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich am besten trainiere. Stimmt, ich brauche für ein gewisses... Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Da gehen wir hin. Du wirst dich am besten trainieren. Schade. Der Regenerator war noch ein fairer Typ. Nur so ein bisschen. Da sind meine Laufen hier durch.
行くぞみんな。Du siehst aber auch cool aus. Die knallen auch die Level hoch hier, das ist ja der Wahnsinn. Ikuzo, minna! Obwohl, wenn ich noch einen Kampf starte. Können wir nämlich gleich mehrere so. Rein. So, Greymon. Zum Metall Greymon. Perfekt. Gargomon. Perfekt. Gaumon, kann ich auch wieder machen. Gaumon auch. Und Citramon kann ich wieder machen. Perfekt. Kakumon brauchen wir ein bisschen, aber Kokumon kann ich machen. Kakumon, ja.
glaube, du bist das. Nee, du nicht. Du musst es sein. Kevin. Okay, 21 habe ich, glaube ich. Na genau, dann haben wir gesehen. Oh, Fähigkeit 80. Hier legt mich doch am Arsch. Gut, dann werden wir zurück. So muss das laufen. Ikuzo, minna! Sugete iko! Sturm ist. Na, ein Level noch. Könnte ich den nämlich auch schon entwickeln. So, ich brauche jetzt einmal einen Zugang. Du kannst mich gar nicht sehen. Das kann gar nicht sein. Nee, das ist hier auch. Was mache ich denn bitte schön jetzt falsch? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt absolut nicht. Was mache ich denn? Ich muss doch in Ebene 5 hin. Also ich verstehe jetzt nicht. Da muss ich doch mal nachgucken. Wo ist der Fehler dabei liegt?
Strecke. Lass mich mal gucken. Gut, dann mache ich jetzt mal was anderes. Genau, nach Shibuya. Genau deswegen. Und dann ich sollte auch aufpassen, wo ich hinlaufe. Kraft an was? Egesäpfel. Bankerweisungsplatten. Wo so eine Äpfel wären vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, die nehme ich. So, wo soll ich hin? Broadway Stufe 3. Dritter Stock. Mal sehen, wo er ist. Ah ja. Ein Labyrinth. Da komme ich vielleicht später noch rein. Ach, du bist wegen des Falls hier, richtig? Danke, dass du dich darum kümmerst. Meixan fühlt sich meine Meisterin in letzter Zeit nicht so gut an. Sie hat keinen Appetit und isst nicht. Wenn sie weiterhin nichts isst, wird sie sicher ohnmächtig. Deshalb habe ich überlegt, ihre Lebensrahmen zu kochen. Da ich für die Brühe mehr Knochen brauche, möchte ich, dass du einen von Okrimon besorgst. Ich sehe, dass Okrimon hier irgendwo. Okay.
da ich eh suchen muss. Multipunkt E erhalten, cool. Okay, Mann. Was willst du von mir? Ich möchte einen deine Knochen. Roman hat dich geschickt und will einen Knochen von mir besorgen? Das könnte problematisch werden. Der Knochen ist nämlich eine Trophäe, die ich Sky Greymon nach meinem Sieg abgenommen habe. Die gebe ich nicht so einfach hier. Aber nun ja, Roman ist ein Freund von mir. So gesehen geht das wohl in Ordnung. Das war vorausgesetzt, du spielst erst mit mir. Wenn du mich besiegst, leihe ich dir die Knochen. Na gut. Wenn das so ist. Bist ja doch ganz schön stark. Aber die ist das auch irgendwann. Das muss ich hier gestehen. Okay, dich. Gegen dich. Und dich. Für dich. Siehste, da ziehe ich doch schon mal gleich ein bisschen mehr ab. Das gefällt mir doch schon eher. Ja, ich kacke auf. Ja, ich kacke immer noch ein Zettel auf. Ich bin wirklich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Mein Versprechen muss gehalten werden. Hier, nun. Aber richtig Roman aus, dass ich ihn wieder haben will, wenn er damit fertig ist. Aber klar, mach ich doch. Ihr wollt damit kochen? Was? Seid ihr verrückt? Ja, mehr oder weniger. Zumindest ich bin manchmal gerne verrückt. Das ist eigentlich mein Gruppenspeicher.
Hier war das doch. Wow, da komme ich genau von der 45. Bitte schön, Roman. Ach, perfekt. Danke. Damit sollte ich die Rahmen fertigstellen können. Einen Moment. Fertig, ich habe Rahmen gekocht. Ich möchte, dass du sie meiner Meisterin in Eden bringst. Erzählst du mir wo? Du willst, dass ich sie ihr persönlich bringe? Ich bin das nicht. Es ist mir zu peinlich. Ich habe meiner Meisterin nämlich noch nie etwas geschenkt. Meine Meisterin sollte am Eingang zu Eden sein, wenn es dir also nichts ausmacht. Ja, Mann. Müde ist ja damit, ja? Uha. Doch so viel. Die ganze Zeit tauchen keine Digimon auf. Und jetzt, wo ich sie quasi nicht gebrauchen kann. Nee, halt, warte. Ich muss zurück. Zurück. Von hier aus komme ich doch gleich zurück. Ich muss ja hier drüber laufen. Wäre ich ja gleich zurückgekommen. Schließen wir mal im Eingang von Eden, ja? Hey, wo ist Peter? Du musst es sein. Ja? Wer bist du? Was willst du? Ich habe schlechte Laune. Lass mich in Ruhe. Was ist das, Ram? Aber ich kenne dich doch gar nicht. Woher weißt du, dass das mein Lieblingsessen ist? Moment, wo kommst du überhaupt her? Ich mache gerade eine Idee. Ich esse nicht. Was? Grohlmann? Willst du sagen, er hat das gekocht? Nein, es geht nicht. Ich kann während meiner Diät nicht Rahmen oder Kuchen oder ähnliches essen. Aber es duftet so lecker. Vielleicht nur ein kleines bisschen. Naja, das hat sich ja wohl da so eher angehört, dass du... Ach, wie seltsam. Ich kann wohl nicht genug bekommen. Grumman. Das war die erste Mahlzeit, die meine Meisterin seit 3 Tagen gegessen hatte.
Mir ging es immer schlechter, ich war wirklich besorgt. Aber jetzt geht es ihr wieder gut. Nachdem sie die leckeren Rahmen bekommen hat, wird sie sicher wieder anfangen zu essen. Das denke ich aber auch. Vielen Dank für deine Hilfe. Und ich hätte mein Meisterin sich nicht erholt. Ja, das denke ich aber auch. Na gut, dann würde ich aber sagen, was ist immer für diese Folge, oder? Wir haben ein bisschen was gekriegt. Ich glaube, mit den Aegis-Äpfeln kann ich auch die Fähigkeiten hochschrauben, wenn ich sie dann brauche. Egal. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, auch gerne einen Kommentar. Würde mich riesig darüber freuen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen und ihr es noch nicht getan haben, solltet ihr gerne ein Abo auf den Kanal da lassen. Tut nicht weh, kostet nichts. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts ist die Playlist zum aktuellen Projekt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.